Okay, jetzt beginnen wir mit dem zweiten Video. Die Controller haben wir getauscht, also beziehungsweise den Controller, ich zock jetzt dann los. Und wir versuchen hier immer noch vor Billy Bob zu entkommen und ja. Vergebens bis jetzt. Ja. Und werden jetzt sehen, ob das jetzt funktioniert. So, kurze Taktikabsprache, wo soll ich jetzt überhaupt hinlaufen? Wir haben gerade, wenn du nach vorne läufst und nach rechts ist ja nichts, gell? Da läufst du wieder nur im Kreis. Da war nur so eine Säule. Ja, ich laufe jetzt einfach mal los, oder? Hier geht's nirgends lang. Ja, genau, das meinte ich ja jetzt. Dann Aber irgendwo hier hier links hin. geht's auch nicht lang. Vielleicht hast du irgendwas übersehen. Wie kannst du die Tür doch noch öffnen? Ja, die Tür geht ja auf. Oh, herrlich. Ja, das heißt noch nicht, dass er nicht reinkommt, Kontrollpunkt. oder? Okay, doch. Okay, so, wir haben jetzt bei dem Kontrollpunkt nochmal neu geladen. Jetzt geht's weiter. Wir haben auch unseren Namen geändert. Der alte hat uns nicht gefallen. Nee, der ist jetzt. Der trifft bis den Nagel auf den Kopf. Okay, und jetzt machen wir hier mal die Tür auf. Und gehen da rein. Und der ist noch immer da. Ist durch. Oh. Oh Mann. Wieso sind wir denn? Schnell, 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 Rechts schnell, oder schnell, links? schnell. Ja, rechts Geradeaus oder links? erstmal, oder? Ach In den so, ab Aufzug. in. Ganz schön dramatisch gemacht, oder? So, Billy Bob, auf Wiedersehen. Was war das? Wollte er erstmal einen rauchen oder was? Keine Ahnung. Okay. Aha, jetzt geht's erst richtig Okay, los. jetzt kommt erst das Intro. Also ich muss sagen, die Stimmung hat mich schon gepackt. Das nach den ersten paar Minuten. Dann geh auch richtig los, nicht wie bei anderen Spielen, dass du da erst ewig rumbrauchst. Aber wir werden jetzt schon weiter der Detective sein, oder? Was denkst du? Ja. Ich meine, du bist jetzt im Haus, du musst jetzt da rauskommen, oder? Ja, aber wir wurden ja angesägt am Bein. Ja, da sind noch zwei andere Leute da. Guck mal, der ist da wieder Ah, jetzt läuft er munter. wieder normal. Der magische Aufzug, der Halsbein. Ja. Mal ein bisschen umschauen hier, würde ich vorschlagen, oder? Ach du Kacke. Ja. Ich glaube, das wäre vielleicht auch ein ganz guter Schocker gewesen, hätte ich nicht so dumm auf den Boden geschaut. Ach, ich kann jetzt. Oh, guck mal, ich kann wieder schön sein. Ach, fuck. Ich verziehe mich lieber mal. Was ist denn der Eine Eingangshalle? Eingangshalle und tschüss. Okay, das war's mit dem Spiel, oder? Naja, das ist frei. Oh, die Taliban. Was ist denn da los? Ja, wo sind unsere beiden Homies? Wo ist denn Joseph? Ah, ich guck mal, hier oben ist der Typ. Die sind ja auch dabei, alle. Alle mal hinten drin. Und noch so ein neuer. Hey, wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber. Bitte, beruhige dich. Warum nicht dich blass? Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Scheiße, wir können nicht mehr zurück. Ich
Scheiße. Dann los. Okay. Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Ein wenig weiter und alles wird gut. Töte ihn doch gleich mal. Oh. Was guckst du denn so lang? Wir sollen rausschucken. Wollen wir rausschucken und in die Birne schießen? In Gefahr gebannt. Ja, was war hier los? Eine kleine kontinentale Erdplattenverschiebung, oder? Ja, ich glaube, die Bösen haben jetzt die Stadt eingenommen. So, erstmal Spiel speichern. Ja, 45 Minuten Spielzeit schon. Echt? Ja, werden wir immer mal laufen lassen, so. Ja, ja. Stimmt. Ach so. Ach so, okay. Das war's. Nächstes Kapitel. Also schon auch eine Menge Story, oder? Jetzt in den ersten paar Minuten. Obwohl, ich weiß noch immer nicht, um was es geht. So richtig. Ja. Aber viele offene Fragen zumindest wurden jetzt schon. Ja, genau. Hier unten die Tipps, die sollten wir uns mal durchlesen. Ich kann mich ein bisschen umgucken. Werden hier von irgendeiner Schwester und einem Arzt hier den Gang lang geschoben. Ja, werden wohl irgendwelche seltsamen Experimente an uns durchführen, oder? Meinst du? Ja, vielleicht wollen die uns auch helfen. Vielleicht sind wir infiziert? Deshalb sehen wir auch alles so rötlich. Kannst du selber schon gucken? Ja, okay. Umschauen kann ich mich, aber ich kann nicht aufstehen. Obwohl. Oh oh. Ach so, Kacke. Krass. Was ist dein Partner? Also, was hat der für ein Geschwür? Das ist ja. Ekelhaft. Was? Ah. Yeah, guck mal, da oben haben wir eine Knarre. Aber wenig Energie, wie es aussieht. Und null Schuss. Ja, das ist natürlich. Erstmal die Zeitung abchecken. Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Okay. Vorhin haben die ja irgendwas gesagt von wegen dieses verrückten Professors oder so, der seine Patienten abgeschlachtet hat. Hier, stimmt. Was ist das? Ich guck mal schnell nach in Optionen. Inventar. Wie komme ich aufs Inventar? Probier mal aus. Okay, jetzt kann ich Bretter verteilen, auf jeden Fall im Dreieck. Boah, mit R2 auch einen richtigen Hammer. Hallo? Jemand da? Wo spricht er? Ich? Wieso? Beim Klo hast du noch was.
Ja, aber nimmt's nicht. Ah ne, da reflektiert das Licht nur. Also, so. Jetzt kann Billy Bob mal kommen, dann kriegt er den und den. Okay, wir haben schon was gehört, da gehe ich doch am besten mal draußen nachgucken. Ein paar Kakerlaken. Oh. Sind wir warm? Und gleich schlagen euch. Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Das heißt, ich hau hier gleich einer rein, wenn es geht. Die kommt mir suspekt. Hey, wo ist sie denn? Die ist schon verschwunden. Okay, ich gehe erstmal in die andere Richtung. Hier, guck mal, das Symbol. Ja. Bestimmt irgendwann noch wichtig. Okay, die Tür kann ich nicht öffnen. Schleichen kann ich schon. Hast du gut reinschauen? Nein, oder? Nö. Ja. Hallo? So, jemand da? Spieglein, Spieglein. Ne, geht auch nichts. Gut, umsonst hier hingeschlichen in die Richtung. Dann laufen wir doch mal der Schwester hinterher. Mhm. Was zum Teufel geht hier vor? Die nehme ich mir mal zur Post und verhöre sie direkt. Eine Klinik. Guck, soll ich lieber schleichen? Nein, du bist doch der Einzige, hat sie gesagt. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre Zukunft... Schon wieder speichern. Ich glaube, es sind jetzt solche Speicherplätze, wo du dich immer einträgst. Aha, okay. Ja, besser als damals bei Resident Evil immer mit diesen... Musste man noch... Mit den Kartuschen und mit der Schreibmaschine. Genau. Das war relativ stressig. Ach, ich kann nur einmal, oder nicht? Ja, okay. Erstmal schaue ich mich nach oben. Schöne Standuhr. Okay. Hier kann ich nichts entziffern. Warum ist das ein... Ah, ein Grammophon. Heißt das Grammophon? Ja. Warum ist das in Schwarz-Weiß eigentlich? Ist es Schwarz-Weiß? Ja, hier ist doch alles in Schwarz-Weiß. Ja, vielleicht ist es so dunkelgrau, weil es schlechtes Licht ist. Riecht wie Medizin. Riecht wie Medizin. Boah, ist das hier dunkel. Geh mal vor auf den Stuhl. Nee, ich wollte gucken, vielleicht. Man kann nie wissen, vielleicht gibt es hier irgendwas. Zum Beispiel eine Batterie? Batterien, ja. Was habe ich denn? 100 Gehirne in Flaschen? Entspannen Sie sich. Okay, ich setze mich hier hin. Bitte, setzen Sie sich. Und hol mir eine kleine Transfusion ab. Was soll das? Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Nein. Stopp! Ach so, wir haben hier einen Skillbaum, oder was? Ja. So, sehen Sie, schon viel besser. Lady, werde ich verrückt. Wie kommen Sie denn da? Ich warte auf Sie. Okay. Springen wir draußen. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Kidman, wo bist du? Was war denn das gerade für eine Sequenz? Guck mal, das ist wieder Hirnnahrung. Ich bin noch etwas verirrt.
Verwirrt. Wie man merkt. Okay, ich laufe jetzt hier nicht in den Wald rum, oder? Wir müssen ja auch mal zu Porto kommen, ich laufe hier ein bisschen. Warte, ich sollte doch mit X eigentlich irgendwo lang schauen. Ja, das war doch richtig, wo du gerade lang warst. Da war doch eine Blutspur. So, Spritze. Die Herkunft des Medikaments in dieser Reisespritze ist unbekannt. Aber es stellt etwas Gesundheit wieder her. Ja, dann nichts wie rein damit, oder? Aus der Nei. Ah, mit R kann ich... Was? Inventar öffnen, oder was? Da stand doch R, Inventar öffnen. R3, okay. Hier, Spritze, Reserve maximal. Ich pfeife mir gleich eine rein. Ja, mach mal. So, oh. Ah, ja. Jetzt geht's wieder besser. Okay, haben wir schon mal schöne Blutspuren und den rennen wir natürlich direkt hinterher, oder? Ja. War da was? Wo? Nee, das war glaube ich nur so ein Platz, oder? Ja. Was ist da rum? Sind irgendwelche Lichteffekte. Was ist da? Wow. Also der wird jetzt hier wohl aufstehen, oder was? Ja, das kommt doch von irgendwo einer. Guck dir doch mal das Ding an, was ist denn das? Eine Leiche, ein Kadaver. Ach, ein Pferd. Ist ein Tier. Genau, das ist ein Tier, kein Mensch. Und es hat hier auch so ein komisches Geschwür, oder was das auch immer sein mag. Okay, mit der Kiste kann ich auch nichts machen. Hau mal gegen die Kiste mit deiner Faust. Guck. Okay. Und weiter geht's. Das müsste eigentlich. Ach so, nee. Ah, da ist Licht, oder? Genau. Denkst du, da hinten? Ja, es wird kein riesengroßer Wald sein, in dem ich mich verirren kann. Mhm. Schönes Feuerchen hier. Ah, geil, die Laterne können wir einsammeln. Ja, klar. Ach man. Typischer Anfang. Ja, so zu fighten, gell? Mhm. Der wird jetzt mal ordentlich vermöbelt, der Gute. Ja, da frisst er hinten. Kontrollpunkt, ich schleiche mich am besten an. Soll ich die Laterne wegmachen? Hier ist doch hell. Ja, aber du hast doch die. Die behindert dich doch gar nicht, oder? Achso, ich kann sie auch nicht wegmachen. Ja, aber. Ich kann nicht mehr weiter schleichen. Läuft jetzt auch automatisch. Yeah. Cornelien. Das ist dein Beifahrer oder was gewesen und das Boah. War irgendjemand anders. Reichlich brutal, aber ich weiß noch gar nicht, was ich dein Beifahrer. Wollt ihr mich verarschen? Ich sehe nicht mal. Wo ist er denn? Da. So, kannst du noch umboxen einfach? Ich hab reingetreten auf jeden Fall mal und noch einen. Ah, fuck, er lebt noch. Wieso ist es denn so dunkel? Was ist denn jetzt mit meiner Laterne? Hier gehen wir da ins Licht rein und dann fängst du dir am Pado. Ach, fuck. Hau den um. Munition alle. Ja, dann nimm den hier und den und noch einen. Ja, ja du hast ihn. Alles klar. Aber mächtig zählen sie ja die Gegner, muss ich sagen. Und noch ein. Ah, der ist jetzt kaputt. Ich gehe auf Nummer sicher. Einen kriegst du noch. Komm hier. So. Gut, also den hätten wir erledigt. Okay, ich habe mich super schlecht angestellt und bin fast draufgegangen. Hier. Kontrollpunkt. War ja gerade den Kontrollpunkt? Ach so. Nö, ein bisschen spielen wir jetzt noch. Ah, okay. Ja, nichts drin.
Ich bräuchte jetzt direkt eigentlich eine Spritze. Ich bin ja schon fast am ersten Gegner gescheitert. Aber die ganze Munition verballert. Ja, aber wie zäh war der denn? Ist auch dein Partner, oder nicht? Okay. Ich will hier hinten mal gucken. Ach so, Laterne benutzen. Hä? Da stand doch R, oder? L. Ach so. Ah. Ist die unbegrenzt, die Laterne? Ich glaube ja. Hat ja keine weitere Anzeige hier. Okay, ich gehe weiter. Anscheinend gibt es hier keine Medizin oder ähnliches für mich. Da hoch muss ich sicher nicht. Hm. Wo geht's denn überhaupt weiter? Von wo bist du hergekommen? Von hier, oder? Ich bin irgendwie mit dieser, durch die Zwischensequenz ist er irgendwie den Berg runtergelaufen. Aha. Hier geht's mit Sicherheit nicht hoch. Okay, komm, das kann doch nicht so schwer sein. Was? Hat auch jede Kiste schon kaputt gemacht oder sonst irgendwas? Weiß ich nicht. Hier geht's, hier ist ja, noch ein riesengroßer Eingang. Ja, das ist eine Höhle, hallo. Ja, guten Morgen. Hier. So hart. Ah, hier haben wir einen Decker. Was ist das nochmal? Ja, eigentlich zum Aufwerten. Ich denke mal, das geht aber nur an den bestimmten Maschinen. Ey, schon wieder einer? Jetzt ist doch unter unsere von vorhin. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Verdammt. Okay. Okay. Der wird wohl keine große Hilfe sein. Pfahle entschärfen. Geil, die können wir jetzt einsammeln und irgendwo aufstellen. Mhm. So, gucken wir mal. Hier nicht. Im anderen Inventar. Hier geht auch nix. Mit L? Nee, da mache ich nur die Laterne an und aus. Ach so. Also wir müssen es erstmal eingewöhnen. Ah, sprinten verbraucht allerdings Ausdauer. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich jetzt gleich wegrennen. Warum haben wir jetzt wieder Leben? Die wurde regeneriert. Wenn du dich nicht bewegst, wird sie bis zu einem bestimmten Punkt regeneriert. Stand ja da. Ja, stimmt. Haben wir den Punkt schon erreicht oder soll ich? Ja, das ist der Balken da ganz unten. Nee, aber meinst du, wenn ich hier stehen bleibe und mich nicht bewege? Nee, dann geht's ja nicht mehr weiter. Okay, was ist das? Ich hab's Gefühl, ich bin schon wieder an 10. Ah, geil. Da kann man schön drüber jumpen. An vielen Sachen vorbeigelaufen. Okay, hier kann ich nichts einsammeln. Hier gibt's auch nichts. Dann gehe ich doch mal weiter hier in die Hütte. Was war das? Ein Rabe. Die KI von den Gegnern ist bestimmt gut gemacht, oder? Wenn ich mich hier in so einem Strauch verstecke, dann findet mich auch keiner. Ach so, ich habe die Lampe an. Steuerung, Informationen. Okay. Das heißt, ich brenne. Verbrenn den mal. Auf jeden Fall. Sonst Burning steht Man. Aber. Hammerstreichhölzer? Ja. Nee. Doch, da. Hier, zwei Stück nur. Soll ich ihn trotzdem verbrennen? Ja, klar, abchecken. Das ist ein Debüt. Tschüss. Okay, das heißt, wenn ich in ihn reintrete oder so, das macht ihm nicht so richtig den Chaos. Ich muss ihn auch noch anzünden. Na gut, jetzt hier in die Hütte rein. Ah, durch die Spiegel kann ich hier rumreisen. Das ist nicht schlecht.
Und da kann ich dann speichern und... Was ist das? Tagebuch von Sebastian Castellanos. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detective Sebastian Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopier möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Okay, Crimson City wird wohl eine erfundene Stadt sein. Spielt es wohl doch nicht in den USA. Mm-mm. Oder? Jawohl, Crimson City? Ist bestimmt. Ja, aber ich meine... geschrieben. Reingucken. Gehst du wieder in die Schwarz-Weiß-Welt? Ich muss das länger gedrückt halten, ja. Ja, ja. Ey, kann man sich schön ausruhen. Schon wieder hier. Ich verliere den Verstand. Okay, schnell vorgehen, speichern. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Geht es Ihnen nicht gut? Nein, mir geht's nicht gut. Okay, dann machen wir hier auch speichern, wir machen Cut. Ja, wir machen hier einen kleinen Cut und dann bis zum nächsten okay, Video, würde ich mal sagen. Ja, bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen. Achso.